Ja, hallo meine Freunde der Sonne. Heute möchte ich mit euch über ein wichtiges Thema reden. Es geht um ein Bewerbungsgespräch, besser gesagt um einen Job, der momentan offen ist. Und bevor ich euch den Job erkläre und bevor ich anfange, über den Job ein bisschen zu reden, möchte ich denjenigen, die jetzt schon sagen, okay, der wird bestimmt nichts für mich sein, möchte ich natürlich von Anfang an ehrlich sein und sagen, der Job ist sehr, sehr, sehr anstrengend und er fordert euch fast 24/7. Für die Menschen, die jetzt noch dran sind und sagen, ja, hört sich trotzdem sehr interessant an, ich möchte mich beruflich weiterbilden, ich möchte beruflich mal was Neues ausprobieren, den möchte ich gerne den Job einfach mal ein bisschen näher bringen und euch über den Job ein bisschen was erzählen. Und vielleicht versteht ihr am Ende des Videos, dass es ein Job ist, der sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, ohne den Job, wenn es den Job nicht geben würde, würde es einigermaßen anders aussehen und es würde definitiv überall auf der Welt auch anders laufen. Und viele würden sich auch anders entwickeln. Ohne diesen Job. Man kann sagen, das ist einer der wichtigsten Jobs der Welt. Und ja, natürlich möchte ich euch ein bisschen mehr jetzt von dem Job erzählen. Erstmal, in welche Richtung der Job überhaupt geht. Vielleicht sagen ja viele, ja, ist jetzt nicht so unbedingt meine Richtung. Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Der Job ist sehr, sehr vielseitig. Ihr müsst sehr flexibel sein, ist ganz wichtig. Ihr müsst definitiv auch hier und da einige Großveranstaltungen planen, ob jetzt beruflich oder auch privat. Ihr müsst immer ein offenes Ohr haben, müsst, wie ich schon vorhin sagte, 24/7 eigentlich immer erreichbar sein. Ihr müsst, egal wo ihr seid, immer erreichbar sein und auch wenn es in Urlaub ist, auch wenn es bedeutet, ihr müsst von Urlaub wieder weggehen, nach Hause gehen, das kann natürlich in diesem Job passieren. Nichtsdestotrotz ist der Job, wie ich schon sagte, sehr vielseitig. Ihr lernt viele neue Fähigkeiten an euch kennen. Ihr lernt, wie man auch mit anderen Menschen umgeht. Ihr lernt, ist ganz wichtig in dem Job eine soziale Schiene zu haben oder sich in der sozialen Schiene weiterzuentwickeln. Ihr müsst natürlich auch, was die Fingerfertigkeit angeht, sehr gut sein. Und da müsst ihr Dinge lernen, die ihr vielleicht vorher noch nicht so gemacht habt oder die ihr vielleicht mal im Fernsehen gesehen habt oder bei anderen Menschen gesehen habt, die vielleicht euch nicht so gefallen, aber diese Dinge gehören einfach zum Job mit dazu. Und natürlich müsst ihr auch immer belastbar sein, auch stressresistent, was natürlich viele Menschen nicht sind. Aber wenn es mal ein bisschen stressiger wird, wenn mal mehrere Aufgaben auf einmal auf euch zugeflogen kommen, müsst ihr natürlich hundertprozentig, am besten sogar 150% dabei sein und gucken, dass ihr natürlich alles regeln könnt. Denn hier und da passieren natürlich auch gerne mal Dinge, die ihr nicht kontrollieren könnt, die ihr vorher nicht organisieren könnt. Und die müsst ihr natürlich in den jeweiligen Situationen, es werden hier und da mal andere Situationen eintreten, neue Situationen eintreten, vielleicht auch Situationen, die euch körperlich, geistig vielleicht am Rand der Verzweiflung bringen. Aber es lohnt sich für den Job natürlich, weiterhin zu arbeiten, denn wie ich schon sagte, in dem Job lernt ihr natürlich auch sehr viele Fähigkeiten lernen. Der nächste Punkt ist, wie ich schon vorhin auch angesprochen habe, in dem Job müsst ihr leider immer 24/7 da sein. Wenn ihr mal in Urlaub seid und es kommt was dazwischen, müsst ihr ans Telefon gehen können, ihr müsst auch von euren Urlaub abbrechen. Wenn es abends Probleme gibt und ihr gerade am Schlafen seid, müsst ihr natürlich auch mal den Schlaf beiseite legen und euch um den Job in dem Moment kümmern.
Es ist von Bewerbungsprofil her natürlich extrem schwierig und ich verstehe auch, dass jetzt viele schon sagen werden, es ist definitiv kein Job für mich. Aber bevor wir weitermachen, möchte ich euch natürlich auch über die Vergütung etwas erzählen. Die Vergütung fällt extrem niedrig aus. Ihr werdet noch nicht mal den Mindestlohn bekommen. Um ganz genau zu sein, werdet ihr natürlich gar nichts bekommen. Ihr werdet in diesem Job nicht vergütet. Ihr habt in diesem Job keine Möglichkeit, zumindest in diesem Job, nichts wirklich zu verdienen, außer ihr macht nebenbei noch andere Jobs, was viele Menschen machen, die diesen Job machen. Und was für euch auch noch wichtig ist, was zum Bewerbungsprofil natürlich auch dazugehört, ihr müsst manchmal auch teamfähig sein, ihr müsst mit vielen Behörden zusammenarbeiten, ihr müsst hier und da auch mal viele Schreibkram erledigen und ihr müsst natürlich auch organisatorisch sehr, sehr, sehr gut sein. Organisatorisch ist eigentlich das Hauptmerkmal von diesem Job und ich habe natürlich jetzt ganz viele Leute da draußen abgeschreckt und weiß, dass viele jetzt denken, ach du Scheiße, mit was kommt er hier an? Und ich möchte es gerne aufklären. Es ist der Job der Mutter oder des Vaters. Habt ihr euch einfach mal bei eurer Mutter oder bei eurem Vater mal bedankt für die Arbeit, die diese jahrelang für euch tun? Habt ihr einfach mal gesagt, Mami, vielen, vielen Dank. Danke, dass du immer für mich da warst. Danke, dass du immer für mich offenes Ohr hattest. Danke, dass ich immer mit dir über alle Probleme reden konnte. Danke, dass du mich zu den Menschen gemacht hast, der ich jetzt bin. Danke, dass du mich weiterhin begleitest. Wenn ihr das noch nicht getan habt, kann ich euch einfach mal empfehlen, euch bei euren Eltern, nicht nur bei eurer Mutter, sondern auch natürlich bei eurem Vater zu bedanken. Vielen ist es vielleicht gar nicht so bewusst und vielen wird es vielleicht erst in dem Moment bewusst, wenn sie selber Eltern werden, dass das Großziehen sehr, sehr viele Hürden auf sich nimmt. Es gibt tolle Momente, es gibt natürlich aber auch Momente, wo man als Mutter oder als Vater einfach gar nicht mehr kann, einfach schon nervlich fertig ist, vielleicht weil das Kind ins Krankenhaus gekommen ist, vielleicht aber auch, weil man abends jeden Abend geweckt wird, weil das Kind nicht schlafen kann, weil das Kind rumschreit, weil das Kind vielleicht in dem Moment eure Fürsorge braucht. Und ja, das ist ein Job, der Gott sei Dank, und dafür bedanke ich mich auch an allen Eltern, an allen Vätern da draußen, an allen Müttern da draußen. Danke, dass es euch gibt. Danke, dass ihr immer für uns da wart, dass ihr immer für uns da seid. Weil ich kann mich bei meinen Eltern nicht mehr bedanken. Bei mir ist es zu spät. Ich habe es damals sehr, sehr oft gemacht. Ich bin heute noch extrem dankbar, dass ich der Mensch bin, der ich jetzt bin. Ich hätte ganz anders sein können und meine Eltern waren es immer schon das Ein und Alles für mich. Wenn ich Probleme hatte, ich bin immer zu meiner Mutter, immer zu meinem Vater gegangen und ich konnte mit meinen Elternteilen reden und konnte sagen, hier so und so sieht es gerade aus, mir geht es gerade nicht gut. Und sie hatten auch immer ein offenes Ohr, auch neben der Arbeit, auch während der Arbeit. Ich konnte immer anrufen, konnte immer von meinem Leid erzählen und ich habe immer Hilfe bekommen. Und ich hoffe da draußen, dass es für viele Leute da draußen so ein ganz kleiner Denkanstoß ist, dass ihr vielleicht mal ein bisschen drüber nachdenkt und vielleicht euren Eltern einfach mal Danke sagt. Einfach mal Danke sagt für die ganze Zeit, die euch geschenkt wurde, für die ganze Zeit, die sie da waren. Und wir sind gerade auf dem Weg zu Weihnachten. Und ich merke leider in vielen Richtungen, bei vielen Menschen, ja, was kaufe ich jetzt meiner Mutter, was kaufe ich jetzt meinem Stiefvater, was kaufe ich jetzt meinem Papa oder vielleicht meine Stiefmutter. Und solchen Menschen möchte ich gerne mit auf den Weg geben, es ist gar nicht so wichtig, was ihr kauft und es ist gar nicht so wichtig, immer was kaufen zu müssen, aber es reicht doch einfach mal, wenn ihr
mal früh hingeht, mal den Müll wegbringt. Oder einfach mal Danke sagt, mal einkaufen geht für eure Eltern. Irgendwas Kleines mal euren Eltern abnehmen könnt. Eine ganz kleine Freude. Mal einfach nur mal den Eltern zuhören. Einfach mal für 5 Minuten und 5 Minuten am Tag, das hat jederzeit, einfach mal da sein. Denn es gehört zum Leben. Der Tod, der wird natürlich jeden irgendwann treffen und irgendwann sind eure Eltern nicht mal da und irgendwann sitzt ihr vielleicht zu Hause oder steht auf der Beerdigung und wünscht euch natürlich eure Eltern wieder zurück, weil ihr den Moment verpasst habt, euch für die schöne Zeit und dafür, dass sie immer da waren, euch zu bedanken. Und ich hoffe, damit habe ich ein paar Leuten da draußen ein bisschen die Augen geöffnet. Wie ich schon gesagt, bei mir ist es zu spät. Ich habe mich aber immer für alles bedankt. Ich bin auch heute noch sehr froh, dass ich zu dem Menschen werden konnte, der ich immer sein wollte. Und habt das bitte immer im Hinterkopf. Und ihr müsst auch nicht zu Weihnachten was schenken. Es reicht auch, wenn ihr mal nach Weihnachten oder vor Weihnachten einfach mal für eure Eltern eine kleine Rose kauft. Oder ein ganz, ganz kleines Andenken, vielleicht Süßigkeiten. Oder wenn ihr mal in Urlaub fahrt, dass ihr vielleicht eine kleine Karte schreibt. Da freuen sich eure Eltern. Oder manchmal reicht auch ein Lebenszeichen. Einfach mal zu sagen, hi Mutti, ich bin gut von Arbeit nach Hause gekommen und ich würde gerne vorbeikommen, ich würde gerne mit dir eine Runde quatschen, hast du eine halbe Stunde für mich, hast du ein paar Minuten für mich? Und ihr glaubt gar nicht, wie viel das den Eltern bedeutet. Das ist das, was die Eltern sich natürlich gerne wünschen und ich hoffe, gerade draußen die Jüngeren haben sich meine Worte so ein bisschen zu Herzen genommen und denken ein bisschen drüber nach und sagen einfach mal den Eltern Danke. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Das war jetzt mal ein ganz kurzes Video, aber das wollte ich halt einfach mal gesagt haben. Ich habe das Video, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen geklaut. Es gibt ein Video, das Original könnt ihr euch gerne angucken. Das ist bei Verstehen Sie Spaß, Bewerbung heißt das Video, das findet ihr dann direkt. Ist ein sehr schönes Video. Und ich hoffe, mein Video hat euch auch ein bisschen gefallen und wir sehen uns definitiv im nächsten Video. Und ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Und ja, bis dahin, haut rein und tschüss!